Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück beim Hobbit. Hier in meiner 80 Milliarden Aufnahme, in der OBS endlich wieder tut, was ich will. Und ich gebe zu, es war meine Schuld. Ich habe mir nämlich, hey jetzt, ach, hör doch mal auf, ne? Ich habe mir nämlich ein neues Headset gekauft und habe OBS nicht darüber informiert. Und deswegen hat OBS gesagt, es nimmt den Game Sound nicht auf. Und dann war es halt so, ne? Das spiele ich jetzt alles nochmal. Ich habe mir allerdings erlaubt, hier im Vorhinein die Monster, die eigentlich unten umeinander waren, schon mal zu eliminieren, weil ich ehrlich gesagt einfach keine Lust darauf hatte. Ich wollte es nur hinter mich bringen. Und dachte, so ein bisschen Kämpferei ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt interessant für euch. Ich habe jetzt nichts irgendwie Großartiges noch gefunden. Genau. Jetzt machen wir noch die Kiste auf. Ich sammle jetzt hier noch die Goodies ein, was es so gibt, ne? Wie gesagt, ich habe nichts Großartiges gefunden. Es gibt hier sonst nicht viel zu sehen. Es waren unten nur ungefähr 80.000 solche Dinger mit Krallen. Na? Was ist das? Kann ich da? Oh, gut. Gott sei Dank. Hallo? Wo komme ich da hin? Hallo? Ah, okay. Genau. Nur irgendwo. Oh. Egal. Ich war eigentlich schon viel, viel weiter, aber ja, dann halt nicht, ne? Gut. Nicht den Mut verlieren, einfach weiterspielen zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Und als ob ich das nicht alles schon kennen würde. Wobei ich zugeben muss, in der letzten Aufnahme lief es echt auch nicht ganz so geil und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir... Oder dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Also es ist schon nervig, aber immerhin. Jetzt musste ich gerade mal so einen Schlüssel benutzen, weil mich das immer so nervt mit den Kisten, die ich schon tausendmal aufgemacht hat und dann alles nochmal machen muss. Ja, was wollte ich sagen? Ach genau, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir das nochmal machen, denn es gab im nächsten Kapitel so ein, zwei, Passagen, die ich echt, für die ich ewig gebraucht habe, weil ich einfach ein ungeduldiger Mensch bin. Ein viel zu ungeduldiger Spieler. Und das war nicht gut. Ich kann euch ja dann sagen, worum es sich dabei gehandelt hat. Jedenfalls könnte ich das dann noch mal ein bisschen abkürzen. Man muss immer das Positive sehen. Gut. So, hier gibt es nichts mehr für uns. Wir müssen hier lang. Um euch daran zu erinnern, obwohl ihr es wahrscheinlich noch wisst, wir suchen gerade Thorin. Der ist irgendwie im Keller mit Ungezieferbefall eingesperrt worden. Und da müssen wir ihn jetzt rausholen. Den Galion haben wir schon betäubt. Und ja... Ich glaube, sonst ist eigentlich alles super. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich dieses Lied schon gehört habe. Letzter Schlüssel. Yay! So, einmal speichern, bevor wir mit Thorin reden. Was ist das? Wo komme ich da hin? Da war ich nämlich doch nicht. Na? Elbe! Sie hatte einen schweren Kampf in der Einöde. Trolle. Trolle. Ah, hier. Hier sind wir also. Okay. Sie hat sie nicht besiegt. Sie hat sie eher überlebt. Okay. Wer ist da? Zeigt euch! Niemand. Nur ein unsichtbarer Hobbit. Also, Das muss der Wind sein. 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 Ja, der Wind. Das muss der Wind sein. Gut, reden wir also mit Thorin, damit wir ihn endlich da rausholen können und abhauen. Das war höchst unbequem. Mein Wort darauf. Gandalf hatte recht. Wie immer. Ihr seid ein feiner Dieb. Ha,
Ich stehe zu euren Diensten. Und jetzt diese Zelle öffnen. Ja, das wird, wir haben ja diverse Schlüssel gefunden. Was ist das? Warum kann ich da nicht rein? Okay. Also, oh, diese Samples immer, ganz, ich schwöre, mit den Musiksamples stimmt was nicht. Ohne Witz. Die kommen immer total random. Okay, also hier sehen wir eine wunderschöne Tischplatte mit 1, 2, 3, 4 Löchern. Und hier ganz zufällig, direkt neben der Zelle, sehen wir den Code dazu. Denn wir haben ja die Kerkerschüssel bekommen und die müssen wir jetzt natürlich da einsetzen. Nummer 4 ist also 3 und 2 ist 4. Da kommt der vierte rein. Da kommt der dritte rein. 2 ist 1, okay. Ja, 1 ist 2, wollte ich sagen. Ja. Hoppla. Ach, guck mal, man kann auch gar nicht den falschen einsetzen. Na toll. Die übrigen Zwerge warten oben. Nach euch, König Thorin Eichenschild. Gut gemacht, Herr Beutlin. Gut gemacht, Herr Beutlin. Ja, danke schön, Thorin. Ich werde bestimmt verbeult und zerschlagen. Los jetzt, Dieb! Es geht weiter nach Seestadt. Süß. Die Zwerge sind verpackt und reisefertig. Jetzt noch die Tore öffnen und fliehen. Nein. Tun wir nicht. Wir, erstmal reden wir mit den Fasszwergen. Ein König in einem Fass. Puh. Puh. Oh, hoppla. Ich fühle mich wie eingepökelter Fisch. Dieser Geruch geht mir langsam auf die Nerven. Hör doch auf rumzuholen. Das ist nicht lustig, Beutlin. Ah, ein bisschen ist es schon lustig, ne? Genau. Hört auf rumzuheulen. Ich hol euch gerade hier raus. Seid mal ein bisschen dankbar, ja? Wie komme ich denn jetzt hier? Ich glaube, da komme ich nach draußen. Oder? Nein. Hä, ich konnte hier doch irgendwie auch nach draußen laufen. Da drüben wahrscheinlich. Denn, wie ihr vielleicht euch erinnert, wir haben noch einen Kerkerschlüssel übrig. Nicht ein Kerkerschlüssel, einfach ein Öffnungskristall ist das, ja. Und zwar den Öffnungskristall Nummer 4. Den haben wir unten gefunden. In dieser, also auf dem Zugang, auf dem Weg zu Thorin. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die anderen drei sind, aber zumindest den vierten können wir jetzt einsetzen und uns noch ein bisschen was abholen, bevor wir gehen. Hier ist etwas. Wer ist da? Wer ist da? Niemand. Das muss der Wind sein. Ja, das muss der Wind sein. Diese Zwerge haben unser Fest. Guck mal, ich finde es voll kacke, dass er noch nicht hoch kann, weil... Ja? Okay. Ganz voll kacke, dass man nicht hoch kann. Sorry. Wusste ich nicht. So, ich habe das nicht vergessen. Dann können wir nämlich... Tada! Wie gesagt, keine Ahnung, wo die anderen drei sind. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde zum Beispiel da vorne auch gern rein können. Aber keine Chance. Expertenwurftaktik. Ihr habt eine neue Wurftaktik mit Steinen erlernt. Angriffe mit Steinen richten jetzt mehr Schaden an. Ist doch super. So, und jetzt sind wir nämlich hier oben. Im Thronsaal. Ich leg den mal wieder ab. Ich glaube, den brauchen wir jetzt gerade eh nicht. So. Wo war denn das mit dem Seil?
Ja, das war da hinten, ne? Wie auch immer wir jetzt an das Seil kommen. Ach da. Tada! Und hopp. So. Ich muss irgendwie da an das Seil. Ah, super, das klappt. Das finde ich jetzt echt super. Oh, verdammt, guck mal, da hätten wir noch drüber gekonnt. Wie ärgerlich! Wie ärgerlich. Kommen wir denn jetzt da auch wieder hoch? Das wäre... Nein, kommen wir nicht. Und, oh mein Gott. Ist da jemand? Ah! Oh Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Vielleicht war es doch nichts. Ah, es war nichts. Jetzt scheint alles sicher zu sein. Ganz ruhig. Alles wird gut. Tada! Wir müssen noch mal da hoch, was, ne? Was war das? Ja, was war denn das? Das war nur der Wind. Ich beschäftige mich vermutlich zu viel mit dem Zwerg. Mhm. Das denke ich auch. Du solltest mal eine Pause machen. Herr Tranduil. Tada! So. Also noch mal da hoch. Und da lang. Und dann haben wir auch schon alles. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder zurück sollten. Also durch den Garten quasi wieder in den Kerker. Auch wenn das vermutlich der kürzeste Weg wäre. Oder der geschickteste. Nicht der kürzeste, der geschickteste. Ich denke, das schenkt sich einfach gar nichts. Also wir können auch gerade hier lang gehen. Der Weiße Rat wendet sich gegen ihn. Endlich. Endlich. Was ist das? Guck mal, wie die aussieht, ne? Elfen in Hotpants. Mhm. Elben. Vor allem, die merken gar nicht, dass die hier weg sind, dass sie fehlen. War das der Wind? Ach, hatten wir nicht mal mehr Zwerge? Nö. Da müssen wir lang. Ist da... Hat wohl nichts zu bedeuten. Ist doch nichts. So. Schnell speichern. Und dann gehen wir. Macht's gut, liebe Elben. Ja, gute Nacht, Galion. Können wir da rausschauen? Ach, guck mal. So, gehen wir. Ein König in einem Fass. Puh. Hoffentlich sind die Deckel fest zu. Und jetzt ab! Zwerge sind für diese Art zu reisen nicht gemacht. Ich kann hier drinnen kaum atmen. Wartet auf mich! So, und damit sind wir in diesem Kapitel auch schon fertig. Recht kurz, fast ohne Kämpfen. Und wir haben mehr Blutpunkte? Ich spiele zu viel Dead by Daylight. Mehr Mutpunkte als vorher. Alle Truhen gesammelt, alle Münzen gesammelt und alle Quests erledigt. Das ist doch ganz wunderbar.
Auch wenn ich nicht weiß, wo die Mutpunkte herkommen, die wir mehr haben. Das sind, glaube ich, auch nur 4 Stück oder so. Okay, jedenfalls, was machen wir denn jetzt? Das kaufen wir. Das ist wichtig. Und sonst, man glaubt es kaum, aber die werden wir schon brauchen im nächsten Kapitel. Wäre jetzt nicht langweilig. Und weiter geht's. Ja. Die Fässer trieben den langen See hinab und trugen Bilbo und die Zwerge sicher nach Seestadt. In den Schatten der Drachenhöhle ernannte sich Thorin zum König unter dem Berge. Die Leute von Seestadt feierten ein großes Fest für die Zwerge. Ihre alten Prophezeiungen besagten, dass nach der Rückkehr des Königs wieder Gold den einsamen Berg hinabströmen würde. Und während die Zwerge feierten, hatte Bilbo freie Hand in der Stadt. Willkommen in Seestadt. Nach einer mehrtägigen Rast werden wir den einsamen Berg erklimmen können. Sucht den Bürgermeister von Seestadt und dankt ihm für seine Gastfreundschaft. Er wird bei der großen Halle sein. Aber natürlich machen wir das. So, wir sind jetzt in Seestadt. In Seestadt stehen überall Fischeimer rum. Warum auch immer. Ihr solltet mit dem Bürgermeister von Seestadt sprechen. Seine Gastfreundschaft ist außergewöhnlich. Ist das nicht eigentlich Balin? Ihr solltet mit dem... Okay. Ja, ist mal flexibel, ne? Hallo? Diese Leute behandeln uns wie Könige. Es ist angenehm, eine Legende zu sein. Das glaube ich. Hallo, Frau Seestädterin. Ihr müsst der Schatzjäger-Experte sein, der mit den Zwergen reist. Wahrlich, ihr seid eine seltsam anzuschauende Kreatur. Tja, dasselbe könnte ich von euch sagen. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ja, ne? Finde ich super. Und ein begeisterter Empfang überspeichern wir jetzt auch mal. Ja. Wobei ich das in Zukunft so machen werde, ich werde nach jeder Aufnahme einfach einen neuen Speicherplatz quasi belegen. Und dann kann ich immer wieder da anfangen, wo ich... cool. Da, weg, da, weg. Da, weg. Ja, dann kann ich nämlich immer wieder da anfangen, wo ich ursprünglich mal aufgehört habe. Apfelwein schenke. So, wir reden jetzt mal mit ein paar Leuten. Bart Hallo. Stammt von der Girion-Linie ab. Seine nee, Vorväter echt? Waren die Könige von Tal, bis der Drache Smaug die Stadt zerstörte. Krass. Wer zum Teufel ist Bart? Den kennen wir noch gar nicht. Werden wir aber noch kennenlernen. Aber vorher, klettern wir ein bisschen im See hier rum und hoffen, dass wir dabei nicht sterben. Bam. Sehr schön. Ist natürlich schon eine nette Idee, eine Stadt auf dem See zu machen. Aus Holz, die dann halt einfach trotzdem niederbrennt. Warum hältst du dich da nicht fest? Egal. Das machen wir nochmal. Warum hat er sich jetzt nicht festgehalten? Wie unfair. Wo ist die schöne Musik? Ich will die bitte wieder haben. So. Und jetzt halt dich bloß fest. Richtig so. Aber was soll denn das? Was soll denn das? Ich bin direkt auf zugesprungen. Ich werde die missglückten Versuche ausschneiden und dann so tun, als hätte ich es auf. Das erste Mal geschafft. Na, das klingt doch nach einem Plan. Oh, ich habe ja den Stock gar nicht ausgerüstet. Das ist mir jetzt echt zu blöd. So. Du nochmal.
Boah, hätte mich das jetzt abgefuckt, wenn ich da auch noch runtergefallen wäre. Okay. Und hopp. Und nach oben. Und hopp. Ich hab die Leertaste gedrückt. Es fängt schon wieder genauso an wie letztes Mal. Letztes Mal, also es war nicht die Stelle, an der ich ständig irgendwie verzweifelt bin. Es war eine andere, aber... Boah, da war es auch so... So, warum hast du mich jetzt gesehen? Also... Oh. Das hätte ich wissen können. Entschuldigung. Das war so... Also wir müssen später noch schleichen, das kann ich ja schon mal sagen. Das kommt jetzt nämlich gleich. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt woanders weitermachen soll, aber ich will das. Wir machen erstmal woanders weiter, ja? Oder? Nee. Einmal probieren wir es noch und wenn wir es dann nicht schaffen. Ja, genau, wir müssen später schleichen an einer Stelle, das kommt jetzt gleich. Und, der hat mich immer entdeckt. Ohne Grund einfach. Einfach, weil er ein Arsch ist. Vielleicht, hoffentlich, eventuell läuft das jetzt heute etwas besser. Und, ja. Ich wusste es. Ach, fick dich doch, Spiel. Fick dich doch einfach. Dich und deine scheiß Spielmechanik. Oder whatever. Fick dich einfach hart. Mhm, das ist ein Kinderspiel und ich fluche. Lebt damit. Okay. Hallo Mensch. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Kreatur wie euch gesehen habe. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid doch kein Zwerg. Ich bin ein Hobbit. Ein Hobbit, wie? Dann habe ich jetzt wirklich alles gesehen. Ja, krass, ne? Du kannst überall speichern, ne? Hallo? Wir bewachen die Stadt nächtelang vor Orks, während die Verbrecher tun und lassen dürfen, was sie wollen. Krasser Scheiß. Was haben wir da? Das ist die große Halle, das heißt, das ist der Bürgermeister. Weitergehen, Bürger. Hallo? Ich bin voll wichtig. Das ist Bart, Hauptmann der Stadtwache. Hi. Wir haben schon von euren vielen Talenten gehört. Wir haben eine Aufgabe für euch. Wie ich höre, nennt man euch einen Schatzjäger-Experten. Wir könnten jemanden brauchen, der sich ungesehen bewegen kann. Die hiesigen Weinhändler sind in Aufruhr. Des Nächtens werden ihre Weinfässer gestohlen. Wir möchten, dass ihr die Weinläden bewacht. Falls ihr jemand Verdächtigen seht, folgt ihm, aber lasst euch nicht entdecken. Solltet ihr etwas erfahren, kommt zu mir. Das ist sehr wichtig, Herr Beutlin. Eure Unterstützung in dieser Sache ist lebenswichtig. Werdet ihr uns helfen? Vielen Dank für die Gastfreundschaft, die ihr uns nach einem so unbequemen Fassred zuteil werden ließet. Ich würde sehr gern helfen. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. Ich finde, das habe ich verdient. Okay, also wir müssen Bart helfen, die gestohlenen Weinfässer zu bewachen. Aber ich sehe gerade, es ist schon 20 nach 4 und deswegen muss ich mal ganz kurz eine Pause einlegen. Bin aber gleich wieder zurück. Bis gleich.